Hallo und herzlich willkommen hier bei LS15 Modding. Heute darf ich euch den Case IH1455XL vorstellen. Ihr findet den unter kompakte Traktoren. Hier haben wir das gute Stück. Er ist der Standardmod aus dem LS17. Wir haben den zum LS19 konvertiert. Hier könnt ihr dann aussuchen, Reifenhersteller, da könnt ihr Kommunalbereifung drauf machen oder von den Tilburger die Standard mit Radgewichten, breite Reifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung, Pflegebereifung und natürlich die Standard. Dann könnt ihr einen Frontlader verbauen. Für 1500 Euro holen wir uns einfach mal den Standard und dann holen wir uns den mit Radgewichten, mit breiten Reifen. Breiten Reifen, Rundradgewichten, mit Zwillingsbereifung, mit der Pflegebereifung und mit der Kommunalbereifung. Dann besorgen wir uns noch einen Frontlader. Da kann ich den FZ60 empfehlen. Den kann man auch mit der Farbe dann auswählen, wie man haben möchte. Wir holen ihn in Rot. Und dann schauen wir uns den einfach mal an. So, hier haben wir jetzt die ganze Reihe. Hier haben wir den Frontlader, der ist vom Spiel. Hier haben wir die Kommunalbereifung. Sieht auch ganz gut aus. Die Pflegebereifung. Der mit Doppelbereifung, mit den breiten Reifen und Radgewichten, den mit breiten Reifen ohne Radgewichte, den mit Standardreifen und Radgewichten, den normalen Standard mit Standardreifen und Frontlader. Den Frontlader könnt ihr bei jedem Schlepper hier verbauen, also egal welche Reifen das der hat, könnt ihr verbauen. So sieht der hinten aus, schön, eigentlich kann man da alles schön sehen. Ja, dann holen wir den hier mal mit dem Frontlader. Hört sich schon mal sehr gut an. Und wir fahren mal ein kleines Stück. Von innen, ja, sieht er eigentlich auch ganz gut aus. Die Texturen könnten besser sein, aber das wird sozusagen, wird mich eigentlich nicht so stören daran, mir ist das eigentlich egal, wenn ich das so sagen darf. Von außen sieht er ja sehr schön aus. Fahren wir mal zum Frontlader. Hört sich ja sehr gut an. So, dann fahren wir mal an den Frontlader bei. Armaturenanzeige haben wir auch, sowohl wie Temperaturanzeige und auch Tankanzeige haben wir normal auch animiert. Das Gaspedal ist animiert, die Bremse ist auch animiert. Dann fahren wir mal dabei, so da rein. So, dann gucken wir mal von außen. So sieht das gute Stück dann aus. Ihr könnt den Frontlader in der Farbe machen, wie ihr den haben wollt. Ich habe den jetzt in Rot geholt. Ihr könnt den bis nach oben machen. Und wieder runter machen, wie der Frontlader eben normal auch bei den Standardfahrzeugen funktioniert. Wenn ihr jetzt Ballenstapeln tut, also zwei Schaft der maximalen mit der Gabel, andernfalls müsst ihr 1000er oder ein 2400er Eckgewicht dran machen und dann geht das auch ohne Probleme. Wir fahren jetzt mal ein kleines Stück Probe. Ja, hört sich ja sehr gut an. Blinker funktioniert auf der linken Seite.
Vorne, ja, vorne auch. Blinker auf der rechten Seite, vorne und hinten. Die Warnblinker funktionieren, die rundum leuchten. Dann haben wir vorne das normale Licht, hinten das hintere Arbeitslicht, vorne das Arbeitslicht. Im Dunkeln sieht das zwar besser aus wie in dem Tag. Vom Fahrverhalten her finde ich ihn auch sehr gut. Vom Sound her auch. Ja. Könnte sich eigentlich so blicken lassen. Was wir jetzt vielleicht noch geplant hätten, das wäre eine Fronthydraulik zu verbauen an den Schlepper. Wir werden aber demnächst wahrscheinlich noch eine 1255er XL Version rausbringen. Der sieht zwar genau identisch aus, aber der ist dann nur als 1255 würde dann rauskommen. Der ist genau identisch. Wir werden vielleicht noch schauen, für die Türen aufmachen zu können und so und die Fenster aufmachen zu können. Ja. Was soll man viel dazu sagen? Ich meine, der sieht gut aus. Ja. Der mit der Kommunalbereifung, der sieht auch sehr gut aus. Da könnte man auch ja, viel Spaß damit haben. Fliegebereifung ist auch sehr schön drauf. Ja, was ich aber gerade gesehen habe, finde ich auch sehr toll. Da ist auf dem Frontgewicht da. Einige C-Logo drauf, das ist auch sehr schön. Ich hoffe, der Mod hat euch gefallen. Und lasst mal ein Like da und ein Abo da. Und ja, dann sehen wir weiter bei weiteren Mods. Und mal schauen, wie der so ankommt. Tschüss.